Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wochenüberblick. Und jetzt habe ich diese Woche tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen, war es gar nicht so spannend eigentlich. Zumindest nichts, was ich hier erzählen möchte, hier so im Internet. Ne? Wenn man weiß ja, was man da mal reinbrüllt, das kommt nie wieder raus, kennt man ja. Und deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen vorsichtig, was ich so erzähle. Und erzähle gegebenenfalls auch nicht alles hier. Aber das sollte ja schon bekannt sein. Ansonsten hätte ich jetzt eigentlich eher geschäftlich so Dinge, die mich letzte Woche beschäftigt haben, aber die werde ich hier natürlich auch nicht erzählen. Ganz klar. Kann höchstens erzählen, dass ich halt mal letzte Woche dann mit den Kollegen nach dem Feierabend noch ein Bierling trinken war im Biergarten, ne? Und das war eigentlich ganz angenehm, ganz chillig war. Mehr aber auch nicht. Och nö. Deswegen, ja. Deswegen schwenken wir doch einfach mal auf den Kanal über, was auch so ein bisschen unspannend ist in letzter Zeit. Okay. Okay, wow, danke Blitz. Ihr habt letzte Woche bemerkt, kam vielleicht, ja. Also, ich kann eigentlich nicht immer nur wiederholen, die Videos kommen, wann sie kommen. Ich versuche, dass nicht allzu große Pausen drin sind, aber das kann ich nicht garantieren. Gerade zum Beispiel auch diese Woche schon wieder. Also ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon ein paar Tage Pause. Ja, und diese Woche war es jetzt auch so, dass ich am Wochenende gar nicht so die Zeit hatte, was aufzunehmen. Und das werde ich dieses Wochenende jetzt auch nicht so haben, auch nicht zum Verarbeiten. Deswegen ist mein Plan jetzt eigentlich heute an diesem Dienstag dann zumindest mal noch zwei Parts von Vampire Stone oder Assassin's Creed aufzunehmen. Nach diesem Überblick jetzt und die dann eben vielleicht morgen oder übermorgen so zu verarbeiten und was zum genau, das ist so der grobe Plan und denke, das ist dann eine ganz gute Möglichkeit. Jetzt gut, beim Wochenüberblick muss ich ja gar nicht zu viel verarbeiten, der kommt ja recht ungeschnippelt hier raus, ne? Und auch ohne Thumbnail und alles, damit er eben einfach einfach rauszupuschen ist. Apropos einfach rauszupuschen. Da fällt mir gerade ein, ich habe da ja irgendwie ein Format ganz vergessen, was eigentlich genau dafür gedacht war, für einfach rauszupuschen. Ein Format, das sich Wirbels wilde Wundertüte nennt, ne? Könnte ich eigentlich auch mal wieder schauen, wenn ich da irgendwie Bock auf was habe, dass ich da was bringe. Es gibt ja tatsächlich was, wo ich Bock habe, vielleicht auch mal einen Stream demnächst dazu zu machen, was ich entdeckt habe. Ganz zufällig. Wer auf dem Discord-Server ist vom lieben Herr Zockbot, der könnte das vielleicht schon wissen, worauf ich hier gerade abziele. Okay, was war hier gerade mit den Frames los? Also ich habe es auch laggy gesehen bei mir. Es zeigt mir nicht, dass meine Capture-Card gerade nicht so mitmachen will, wie ich will. Aber ja, es hat sich scheinbar wieder gefangen. Okay, gut. Und zwar habe ich etwas entdeckt, wo ich mir nur denke, ja, so manche Entwickler tun das, was Nintendo nicht tun wollte. Ihr kennt ja vielleicht Mario Maker, ja? Und Mario Maker hat ja dazu geführt, dass sich manche Leute so die Überlegung gemacht haben, wie wäre denn ein Zelda-Maker, ein Dungeon-Maker, wäre eigentlich auch ziemlich cool. Und da gibt es tatsächlich ein Spielchen. Zumindest auf Steam. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube mal irgendwas von der Switch-Version gelesen zu haben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es die schon gibt oder ob die noch kommen wird oder wie es da aussieht. Da müsste ich mich noch kundig machen. Aber ja, boom. Genau, aber das Spielchen ist, da gibt es quasi eine Vollversion für 15 Euro oder so, glaube ich. Also gar nicht so teuer tatsächlich. Und eine Prolog-Version. Das sind dann so
in der Overworld, sag ich mal, so fünf Beispiel-Dungeons verbaut, die man sich anschauen kann. So wie ein Tutorial für den Baumodus, das eigentlich auch ziemlich gut gemacht ist. Und da habe ich mal reingeschaut, habe mir die schon angeschaut und das tatsächlich ziemlich gut gemacht. Und sogar diese Prolog-Version hat schon eine Online-Anbindung. Also man könnte da mal einen Stream machen, wo man sich ein paar Maps von ein paar Leuten anschaut. Ein paar Dungeons. Und wahrscheinlich hat die Vollversion halt noch viel mehr Bosse und sonstige Elemente, die man einbauen kann. Aber es ist schon ziemlich cool gemacht. Also da hätte ich Bock drauf. Vielleicht nicht diese Woche, vielleicht nächste. Schauen wir mal. Weil, wie gesagt, dieses Wochenende werde ich auch nicht so zum Aufnehmen oder Verarbeiten kommen. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, dass ich es unter der Woche unterbringe abends. Ja. Also fehlt die Zeit dann natürlich für einen eventuellen Stream. Aber schauen wir mal. Wir werden da schon was finden. Abgesehen davon sollte ich ja sowieso mal ein bisschen in die Puschen kommen hier mit meinen Let's Plays auch. Damit ich hier, wenn Bayonetta 3 rauskommt, damit ich das dann endlich mal zocken kann. Weil da freue ich mich echt schon ziemlich drauf. Das ist mal eines der wenigen neuen Spiele, auf die ich mich echt freue. Und ja, wenn mir auch vorstellen kann, auch wenn es bisher nur Bayonetta 1 auf meinem Kanal gibt als Let's Play, dass ich das dann auch mal zocken werde. Hier vielleicht auch als Let's Play und so, ne? Hätte ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. Ja. Auch wenn Bayonetta, also ich habe es dann auch neulich hier mit einem Kumpel drüber gehabt über Bayonetta. Die haben das mal angespielt. Und also er und Freundin. Und ja, da war dann so die Sache, es wirkte erstmal nach so ein bisschen Gekloppe halt und so, aber ja, es ist tatsächlich so, Bayonetta hat auch eine interessante Story dahinter, wenn man die Level halt mal und nach mal spielt auch. Aber ich gebe zu, ja, am Anfang wirkt es halt nur nach dem üblichen Action-Gekloppe und Button-Smashing und man bricht sich die Hand und ja. Ja, aber da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, da ist glaube ich inzwischen auch der Release-Termin bekannt, ich habe ihn schon wieder vergessen. Aber ja. Ich glaube, das war noch dieses Jahr irgendwann. Schauen wir mal. Ich habe ja auch noch den April-Scherz tatsächlich auf meinem Steam-Account liegen und könnte den runterladen. Hier dieses 8-Bit-Bayonetta, das es mal gab. Das war auch recht witzig gemacht eigentlich. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Genau. So. Gut. Da haben wir gleich nur noch eine Strecke und ich bin gespannt, welche das sein wird und ja, wie es mir diese Woche gelingen wird, dass hier nicht allzu viel Pause drin ist. Also dieses Video hier ist für morgen geplant und ja, da konnte ich jetzt natürlich nichts machen. Vielleicht kann ich noch ein paar Münzle sammeln. Und ja, dann ganz gemütlich ins Ziel. Marios Goldmine von der Nintendo Wii-Version von Mario Kart, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ach, ich habe diese Strecke damals geliebt. Ich habe sie damals geliebt, ja. Und, ja. Genau. Was mir gerade noch einfällt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Wochenüberblick erwähnt habe. Inzwischen ist hier ein Part draußen von den Parts, die ich mal mit ein paar anderen aufgenommen habe. Und zwar beim Kanal der lachenden Toastbrotscheiben. Schaut da doch einfach mal vorbei. Ich hoffe, ich vergesse nicht, den hier wieder zu verlinken. Falls ich es doch vergessen haben sollte, dann
haut mich einfach in den Kommentaren an und sagt hier, Wirbel, du hast ja schon wieder vergessen, hier das zu verlinken, und dann kann man das ja noch nachreichen. Sofern man den Kanal nicht über die Suche finden sollte vom YouTube. Ich glaube, die ist inzwischen auch besser geworden. Es gab einfach teilweise auch Plattformen, wo die Suche einfach mal für den Arsch war. Sagen wir es, wie es ist. Und da ist YouTube eine von gewesen und Steam ist auch eine davon gewesen. Also wenn du auf Steam jemanden gesucht hast, früher zumindest, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, du hast diese Person nicht gefunden. Du hattest früher keine andere Wahl, als einen Link zu erstellen. Und ich rede nicht vom kleinen grünen Männle. Und jemanden zu schicken, und der hat sich dann im Passamposer angemeldet und hat dir dann eine Freundesanfrage geschickt, weil die Suche von Steam so unglaublich grauenhaft schlecht war. Also, ja. Die kann eigentlich nur besser geworden sein. Aber, ja, das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, ich vergesse es nicht zu verlinken. Ich habe eigentlich vor, das ja eben heute dann auch noch geschwind zu verarbeiten und hochzuladen, und das sollte das ja eigentlich auch noch irgendwie im Hinterkopf geblieben sein. Und da bin ich guter Dinge. Oh, Fledermäuse. Gut. Und natürlich, der wievielte blaue Panzer in dieser Folge soll das denn jetzt bitte sein? Oh, ich hatte eine Hupe gehabt. Ups. Egal, für den nächsten dann. Ich glaube, 5 hatten wir mindestens in dieser Folge. Diese Folge, dieses Video ist einfach wirklich so, wie viele blaue Panzer sollen es sein? Ja. Aber gut, kommt vor. Ich vergesse immer, dass es hier keine Highlights gibt. Naja, gut. Dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein von diesem, ja, Wochenüberblick, aber irgendwie auch nicht so. Aber ich habe ein bisschen über das gequatscht, was mir jetzt gerade so in den Kopf kam, auch kanalbezüglich und so. Also könnte es doch in den Wochenüberblick passen, denke ich. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht, ne? Und euch denkt hier, Wirbel, bereitet das mal besser vor. Setz dich nicht einfach hin und nimm auf. Wir wollen Infos. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Aber ich kann eben nicht garantieren, dass ich jede Woche ordentlich was zu erzählen habe. Vielleicht lässt man es auch mal ausfallen. Wäre ja nicht das erste Mal. Gut. Aber ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, wann auch immer ihr das schaut. Bis dann, macht's gut. Und ciao, ciao.